Hallo und herzlich willkommen auf dem Caravansalon 2021. Wieder mit Maske, aber anders geht es halt in diesem Jahr noch nicht. Dennoch freuen wir uns, dass wir hier sein dürfen und vor allen Dingen, dass wieder zahlreiche Hersteller ihre Neuheiten hier präsentieren. Wobei diesmal wollen wir euch nicht die großen Neuheiten zeigen, sondern wir haben gedacht, heute gehen wir mal bei den Caravans auf ein ganz spezielles Schema, denn wir wollen euch ungewöhnliche Caravans zeigen. Was meinen wir damit? Ja, ganz genau. Wir haben gedacht, so ein bisschen in die Richtung exotisch. Und damit wollen wir einfach die Fahrzeuge zeigen, die man eben nicht an jeder Ecke oder auf jedem Campingplatz findet. Die Klasse haben wir so ein bisschen eingegrenzt in Richtung ganz klein. Also hier ist quasi ein ganz spartanisches Fahrzeug, der Minc. Den schauen wir uns gleich auch noch mal näher an. Der hat nur die absolute Basisausstattung. Aber wir schauen natürlich bis zum anderen Ende zu den ganz großen, ganz teuren, die eben allein schon durch ihren Preis was ganz Besonderes darstellen, sodass man sie eben nicht an jeder Ecke sieht. Insgesamt 4,50 Meter lang und 2,05 Meter breit ist der Niviadov. Ein sehr, sehr kleiner Exot auf deutschen Campingplätzen. Gefertigt wird der Wagen in Polen und wir haben hier das Modell N126 NT, wobei das T darauf hinweist, dass auf diesem kompakten Fahrzeug, dass es darin sogar einen Toilettenraum gibt. Vorher schauen wir aber mal ganz kurz von außen. Der Niviadov N126 wird seit Jahren traditionell komplett mit einer GFK-Außenhaut gefertigt. Das heißt, rundum in GFK ist es ein sehr, sehr robuster Aufbau. Im Grunde hat das Fahrzeug alles Wesentliche an Bord und dafür ist es auch relativ günstig, denn das Fahrzeug, wie es hier steht, liegt bei gerade mal 13.605 Euro. Eine weitere gute Botschaft für alle, die mit einem B-Führerschein unterwegs sind: Das maximale Gewicht von dem Fahrzeug beträgt 850 Kilo und ist damit gar kein Problem für den B-Führerschein. Spannend ist aber, wie kriegt Niviadov alle campingrelevanten Sachen im Innenraum unter? Und das schauen wir uns jetzt an. Bei etwas mehr als 3 Meter Innenraumlänge ist es natürlich alles sehr, sehr kompakt. Nichtsdestotrotz, für 2 Personen findet man hier ausreichend Platz. Da wäre zum einen der Stauraum, der ist hier gut gegeben. Da hat man eine Kleiderstange, hier oben noch ein kompaktes Wäschefach. Und damit man hier drin nicht frieren muss, hier drunter noch eine schöne S3000 Heizung, die für den Innenraum allemal ausreicht. Hier gegenüber schöne Ablagefläche und einen kompakten Unterbaukühlschrank. Der gehört mit zur Küche und die Küche ist hier im Heck. Schön mit einem Fenster, sodass es gut entlüftet. Das Ganze ist hier unten noch mit jede Menge Stauraum, einer kompakten Schublade und einem Zweiflammkocher. Hier gibt es sogar noch eine kleine Stellfläche. Insgesamt zum Schnibbeln muss man die Glasabdeckung wahrscheinlich drauf lassen und dann hat man hier eben noch ein bisschen Schneidefläche. Was man hier schon sieht, die Stehhöhe ist insgesamt etwas begrenzt. Ich bin so 1,87 Meter groß. Wirklich aufrecht stehen kann ich tatsächlich nur in der Dachluke. Das ist natürlich dem kompakten Aufbau geschuldet. Die Größe vom Bad ist recht überraschend für die gesamte Aufbaugröße, zumal wir hier sogar ein eigenes Fenster haben. Raumspann funktioniert hier mit einem Klappwaschbecken, was eben, wenn man auf der Toilette sitzt, einfach hochgeklappt wird, sodass hier eben mehr Platz entsteht. Hinter der Toilette ist noch ein großes Staufach, da kommen dann die Frischwasserreserven unter. Das heißt, hier wird wirklich jeder Zentimeter genutzt. Ganz klar, bei dem Aufbau ist das notwendig. Durch die erhöhte Duschwanne ist die Stillhöhe noch etwas eingeschränkter. Aber wie gesagt, 3 Meter Aufbaulänge, 2,05 Meter Aufbaubreite. Es ist ein sehr, sehr kompaktes Fahrzeug, aber man hat alles Wichtige dabei, um hier wirklich einen schönen Urlaub zu machen. Küche, Bad, Heizung, alles mit an Bord. Das Wichtigste ist natürlich Sitzgruppe und Bett. Hier haben tatsächlich, ich würde sagen, bis zu 4 Personen Platz. Man sieht schon, das würde auch von den Tellern her passen. Und abends wird der Tisch einfach eine Etage tiefer eingehängt, hier unten zwischen den Bänken. Die Rückenlehnen werden dazwischen gelegt und so entsteht hier ein Doppelquerbett, wo eben auch 2 Personen komfortabel Platz finden. Interessantes Fahrzeug, sieht man nicht allzu oft und ist für 2 Personen so mit den Basisdingen wirklich ausreichend. Klappdachwohnwagen dürfen in unserer Liste der besonderen Caravans natürlich auch nicht fehlen. Denn, wie man hier schon ganz gut sieht, bei eingeklapptem Dach liegen wir hier unter 2 Meter. Das heißt, in Frankreich Vorzüge bei der Maut. Und ich kann sie, wenn die Garage lang genug ist, sogar in einer normalen Normgarage abstellen. Ist natürlich ein Argument dafür. Trotzdem sieht man sie wirklich selten. Neu dieses Jahr ist die Baureihe Trend. Die ist ein Stück unter dem Evasion angesetzt, den es bisher von Silver gab. Und das Modell 442 schauen wir uns jetzt mal genauer an.
nachdem ich nochmal einen Blick auf die Preisliste geworfen habe. Das Modell 442 vom Trend gibt es ab 22.500 Euro. Das Messemodell kommt mit ein bisschen Ausstattung auf knapp 25.000 Euro. Eine spannende Option für Interessenten von Hubdächern ist die elektrische Aufstellhilfe. Die steht auf der Liste mit 1.400 Euro. Dann drehe ich im Grunde nur noch einen Schlüssel und das Dach fährt eben elektrisch aus. So, bei dem hier ist es manuell, geht auch relativ zügig und ist eine feine Sache. Wie er von innen aussieht, schauen wir uns jetzt an. Wir sind jetzt hier bei Trigano, genauer bei Mini Freestyle, und wir haben hier zwei ganz besondere Exemplare, die wir euch kurz vorstellen wollen. Der Rini Racing 300 hat einen wahnsinnig kompakten Aufbau, hat trotzdem alles Wichtige an Bord, und die Besonderheit ist, man kann sogar ein Motorrad mit in den Urlaub nehmen. Noch besonderer ist quasi diese Wippe, denn der Boden ist absenkbar, sodass ich eben keine lange Wippe brauche, um das Motorrad reinzufahren. Ich entriegel den einfach rechts und links, lasse den Boden runter und kann sie dann hier reinfahren. Die Besonderheit Nummer 3 ist, wir haben hier auf der Frontseite einen Seilzug. Das heißt, vorne im Gaskasten kann man eine kleine Seilwinde montieren. Und dann kann man hier eben per Knopfdruck das Motorrad reinziehen lassen, was das Ganze einfacher macht, sodass man es eben auch alleine schafft. Damit man hier drin Stehhöhe bekommt, muss man natürlich das Dach aufstellen. Das Ganze ist hier oben mit so Zelttaschen versehen. Das heißt, ich kann ja noch rausschauen, habe hier noch einen Regenschutz. Das ist alles sehr, sehr gut gelöst. Das heißt, hier ist auch eine gewisse Belüftung. Wird es mal zu kalt, habe ich eine kleine Heizung. Eine kompakte Küche und das Ganze, die Sitzgruppe hier ist relativ groß. Das Ganze lässt sich dann anschließend abends auch zum Bett umbauen. Wahnsinnig spannend finde ich persönlich, dass man auf diesem absolut kleinen Bauraum wirklich nichts vergessen hat. Denn ich habe hier in dem Schrank, das ist schon mal aufgeklappt, so sieht es aus wie ein normaler Schrank. Sobald ich es aufmache, habe ich hier quasi ein sehr kompaktes Badezimmer mit einem Spiegel, hier eine Drehtoilette. Und es gibt sogar eine Duschtasse, die ich hier hinstellen kann. Da sieht man hier den Ablauf nach außen. Und hier oben wird dann ein Duschvorhang eingehängt. Hier oben habe ich eine Halterung für die Duschbrause. Die Duschbrause selbst befindet sich hier in der Küche in einem kleinen Schränkchen. Somit habe ich hier an dem Fahrzeug eine Heizung, ich habe eine Toilette, ich habe eine Dusche. Das heißt, wahnsinnig kleine Grundfläche, alles dabei, inklusive der Option, ein Moped mitzunehmen. Sehr spannendes Konzept. Ich komme mal wieder raus. Was bleibt, ist natürlich noch die Frage nach dem Preis. Wirklich günstig ist er nicht, denn es geht los bei knapp 20.000 Euro. Mit ein bisschen Sonderausstattung ist das Messefahrzeug hier bei 21.170 Euro. Dafür hat man aber, wie gesagt, auf einer wahnsinnig kompakten Grundfläche alles an Bord. Und die Option, das Moped mitzunehmen. Der Luxusklasse zuzuordnen ist der Adria Ostella 644 DP. Und die Besonderheit hier, man mag es kaum glauben, es ist das kompakteste Modell vom Ostella. Der Ostella kommt sonst eher als riesiger Tandemachser. Okay, eine Tandemachse hat er auch hier, aber die Gesamtlänge begrenzt sich auf 8,36 Meter. Damit ist er von diesem riesen feststehenden Caravan zu einem nahezu reisetauglichen Fahrzeug geworden. Und er bringt natürlich die ganzen Vorzüge des Ostella mit. Kommen wir kurz zum Preis. Los geht's bei 57.500 Euro ungefähr. Und das Messefahrzeug, wie es hier steht, kommt auf 64.242 Euro. Was man dafür bekommt, zeigen wir euch jetzt. Kommen
kommen wir zu Kabe. Der erreicht seinen Exotenstatus, ja, sagen wir mal, durch seinen Preis. Also allein durch den Grundpreis sind diese Fahrzeuge relativ selten auf deutschen Campingplätzen. Aber es gibt auch eine günstigere Möglichkeit, Kabe zu fahren, und zwar mit dem neuen Estate. Das ist sozusagen die Einsteigerklasse von Kabe. Der hier, der 600 GDL KS, beginnt bei 44.800 Euro. So wie das Fahrzeug hier steht, kostet es 49.907. Aber den Estate gibt es auch in richtig groß. Das haben wir hier. Hier steht das 87 DGDL KS, ein langes Kürzel. Dahinter versteckt sich ein 9,35 Meter langer Wohnwagen mit einer Breite von 2,50 Meter. Das verspricht richtig viel Platz und Raum. Und das Ganze gibt es ab einem Grundpreis von 58.700 Euro und der Testwagen, so wie er hier steht, 67.231. Was man für dieses Geld kriegt, zeigen wir euch jetzt. Ja, das hier ist ein Fahrzeug, auf das ich mich ganz besonders gefreut habe. Das ist der neue Hobby Beechey. Den gibt es in drei verschiedenen Längen und wenn mich nicht alles täuscht, sind wir jetzt in der mittleren Aufbaulänge. Das heißt, der Grundriss ist bei allen gleich, bei den anderen beiden ist einfach nur das Bett noch ein Stück länger oder eben kürzer. Apropos Bett, das Bett ist gleichzeitig die Sitzgruppe. Das wird einfach an den Seiten hochgeklappt, hier mit diesen Gurten fixiert. Dann kommen hier die Rückenlehnen hin und man hat eben eine breite Sitzgruppe. Kleine Besonderheit ist die Tür am Heck, das soll so ein bisschen das Vanlife-Feeling steigern, dass man hier eben schön nach draußen gucken kann, dass man von der Sitzgruppe oder eben vom Bett aus direkt auf den Strand schauen kann. Dafür eben diese große Tür am Heck, wirklich schön gelöst. Ansonsten wurde hier überall so ein bisschen das Thema Strand aufgegriffen. Das hier hat so ein bisschen die Maserungsstruktur von Strandholz, was sehr, sehr gut gelungen ist. Von Farben, von der Abstimmung her geht das Konzept in meinen Augen wirklich auf. Punkt, der hier allerdings auffällt, ist, dass von der Ausstattung relativ spartanisch gehalten ist. Und das ist laut Hobby sogar Absicht, denn es geht hier so in Richtung Vanlife. Und da sagt man einfach, gut, die Leute sollen sich den ja so individuell ausstatten, wie sie es gern möchten. Da muss ich dazu sagen, finde ich ganz gut. Allerdings, eine Heizung wäre schon schön gewesen. Die ist hier nicht drin, da muss man sich dann eben mit einem Heizlüfter etc. aushelfen. Das hier vorne werfen wir noch ganz kurz einen Blick rein. Ist eine Mischung. Wir haben hier einen Kleiderschrank mit Kleiderstange und verschiedenen Wäschefächern für die Klamotten. Optional kann man dann hier eben noch einen Porta-Potti reinstellen, wie es hier der Fall ist. Dann wird das gleichzeitig zum Kleiderschrank / Toilettenraum. Besser ist natürlich, man nutzt dann den Sanitärraum im Campingplatz. Aber wenn man autark unterwegs ist, tut es das zur Not eben auch. An der Küche fällt auf, der Wohnwagen ist komplett gasfrei. Das heißt, hier fehlt der Kocher. Da muss man sich eben auch mit einem Elektro- oder Gaskocher aushelfen, sodass man dann vielleicht auch einfach davor kocht. Nettes kleines Konzept, sehr exotisch und wirklich erfrischend. Was ganz Neues von Hobby, wobei es ja unter dem Namen Beechey läuft und auch mit einer eigenen Webseite zu finden ist. Soll so ein bisschen das Thema Vanlife aufgreifen, was so in meinen Augen ganz gut gelungen ist. Schauen wir zum nächsten. Wir sind jetzt hier am Stand von Polar und Polar ist quasi ein Mitbewerber von Kabe. Sie kommen auch aus Schweden, sie bauen sehr winterfeste Fahrzeuge und sie spielen in einer ähnlichen Preisliga. Heißt auf gut Deutsch, man wird sie nicht so oft auf dem Campingplatz antreffen. Das macht sie natürlich zu was Besonderem und damit haben sie sich einen Platz in unserer Reihe verdient. Hier ist erstmal ein ganz großes Exemplar, sehen wir schon von der Aufbaulänge. Das ist wirklich massiv. Der ist wahrscheinlich eher dafür gedacht, den irgendwo auch abzustellen und eher wie ein Ferienhaus zu nutzen.
Ich habe mir aber überlegt, wir schauen uns einfach ein Fahrzeug an, was vielleicht ein bisschen handlicher ist und sich damit auch besser zum Fahren eignet. Wir kommen zum Polar 560. Das Fahrzeug hat einen Grundpreis von 42.000 Euro. Da kommt sicherlich noch einiges an Ausstattung dazu. Und wir schauen ganz kurz drauf. Es sind tatsächlich nur 2.000 Euro. Das heißt, wir liegen bei dem Fahrzeug irgendwo bei 45.000 Euro. Und schauen uns jetzt einfach mal an, wie er von innen aussieht. Wow, innen ist er etwas dunkler, aber nicht ungemütlich. Wir haben ja hier eine große, gemütliche Sitzgruppe im Bug mit schön erhöhten Ecken. Sieht alles ganz gefällig aus. Ein Scherentisch, ne? Auf den ersten Blick nicht ganz so schön, hat aber den großen Vorteil, ich kann das Teil eben einklappen und auch einfach mit rausnehmen ins Vorzelt. Ansonsten natürlich ein Wahnsinnsraumgefühl bei der Breite. Ist wirklich schön. Und wir haben hier am Eingang sogar ein modernes Bedienpanel, wo wir sämtliche Lampen einzeln steuern und dimmen können, sodass man sich hier wirklich schön gemütlich machen kann. Sieht sehr schön aufgeräumt aus, ist irgendwie nicht schwer zu erfassen und damit wirklich intuitiv bedienbar. In der Küche haben wir hier einen Vierflammkocher versteckt. Ist ganz schick. Einen Backofen habe ich jetzt nicht entdeckt. Dafür sind hier viele Fächer im Unterschrank, die sich alle einzeln verriegeln lassen. Und hier oben noch einen Stauraum mit einer Abzugshaube über dem Kocher. Insgesamt recht schick. Arbeitsfläche lässt sich hier in den Eingangsbereich noch erweitern. Das heißt, wenn ich noch ein bisschen Platz brauche, schalte ich mir das einfach noch dazu. Der Rest der Küche ist hier auf der anderen Seite und zwar in Form eines großen Kühlschrankes mit Gefrierfach, Hauptfach und etwas tief montiert einer Mikrowelle. Also keine schlechte Ausstattung. Ein Stück weiter kommen wir zum Badezimmer. Und da lässt sich die Tür richtig weit öffnen. Hab hier einen kompakten Spiegel, Schalter ist gut erreichbar. Dusche sieht auch aus, als hätte man hier ordentlich Platz drin. Wobei ich gerade sehe, eine Dusche hat er gar nicht, sondern nur eine Duschtasse. Ist natürlich schön, wenn man mal irgendwie nasse Schuhe oder so im Winter hier reinstellen will. Wie gesagt, ist ja ein Wintercamping-taugliches Fahrzeug. Direkt neben der Küche ein großer Kleiderschrank mit einer guten Beleuchtung, die über einen Bewegungsmelder funktioniert. Und wir sehen schon hier im Hintergrund, das Fahrzeug ist mit einer Warmwasserheizung ausgerüstet. Das heißt, schöne gleichmäßige Wärme, ohne dass hier groß Luft umgewälzt wird. Wir haben hier einen passenden Stoffvorhang zur Verdunklung und hier im Heck zwei richtig bequeme Einzelbetten. Kleine Besonderheit bei den Winterkarawans, die sieht man hier rechts und links, haben wir noch eine Winterentlüftung. Das heißt, ohne das Fenster zu öffnen, kann ich hier aufmachen, sodass keiner von draußen reinlangen kann und ich trotzdem ja, an Frischluft komme. Was man hier schon sieht, hier ist normale EPS-Isolierung. Das ist auch die Besonderheit, das Fahrzeug ist komplett mit EPS isoliert, hat aber relativ dicke Wand- und Bodenstärken. Das heißt, ja, das sind absolut wintertaugliche Fahrzeuge und somit perfekt dafür geeignet, auch mal auf dem Skitrip sie mitzunehmen. Apropos Skitrip. Wir schauen noch mal kurz von außen drumherum und da gibt es, glaube ich, noch wie beim Kabel auch eine Skiwanne. Ja, kommen wir zum besprochenen Skifach und das haben sie gemein mit Kabel, denn ich kann hier nach einem Skiausflug einfach die Klappe öffnen. Das geht bis zum anderen Ende durch. Ich habe hier richtig viel Platz in diesem Auszug. Das heißt, man sieht, ich kann hier meine Skier reinlegen und sie eben abtrocknen lassen, denn diese Wanne ist dicht. Und da hier unten auch ein paar Heizkonvektoren langlaufen, werden die Skier eben noch gewärmt und können schön abtauen. So viel dazu, auf zum nächsten. So, zwischenzeitlich haben wir auch Licht hier am Stand, um uns das Fahrzeug noch mal genauer anzuschauen. Und ich würde sagen, kommt einfach mal kurz mit. Wir starten hier mit dem Bug. Hier vorne soweit alles wie gewöhnlich. AKS fehlt, macht aber keinen Unterschied, denn wir haben hier komplett leer ein Grundgewicht von 490 Kilo. Mit Ausstattung wird er nicht über die 600 Kilo kommen. Das heißt, die 100er Zulassung ist kein Thema. Denn das Gewichtsverhältnis passt einfach und wir können hier, was wirklich cool ist, mit sehr, sehr kleinen Fahrzeugen agieren. Das heißt, der normale B-Führerschein sollte im Normalfall ausreichen. Hier vorne sehen wir schon einen Tank. Montiert ist ein bisschen ungewöhnlich. Das Fahrzeug hat keine Gasanlage, sondern eine Webasto Dieselheizung. Und da wird dann eben hier vorne der Diesel eingefüllt. Eine coole Lösung, wenn man länger autark stehen will. Schauen wir mal rein in das Raumschiff. Dann machen wir hier mal das Bullauge auf. Und sehen schon, das ist hier
einmal abgespannt. Wir können also auf beiden Seiten aufmachen. Was direkt auffällt, die Griffe sind hier alle schön mit Echtholz abgezogen. Und wo wir gerade beim Material sind, das Fahrzeug ist komplett aus recycelbarem ABS gefertigt. Sehr, sehr robust und schick gemacht. Die Farbe ist im Moment noch gesetzt. Vielleicht kommt da noch was. Im Moment gibt es den erstmal nur in der Farbe. Ein ganz witziges Detail noch hier außen. Wir haben hier tatsächlich Becher oder Flaschenhalter auf den Radhäusern integriert. Finde ich ein sehr witziges Detail. Ich springe mal kurz rein. Ja, und das absolute Highlight hier ist natürlich das riesige Panoramaglasdach. Das heißt, wenn man hier liegt, hat man garantiert immer den Blick, den freien Blick in den Himmel. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich kann das Ganze natürlich nachts auch verdunkeln. Dafür habe ich hier so einen kleinen Vorhang. Der wird hier überall eingepinnt. Der Rest ist relativ spartanisch, was aber nicht wirklich stört. Mit der Ausstattung Heizung habe ich hier oben die Regler. So weiter Licht, eine Spannungsanzeige für die Batterie. Hier oben Heizungsausströmer. Habe eine sehr, sehr bequeme Matratze. Und eine kleine Besonderheit ist, dass 30% der Heizenergie von unten unter die Matratze geblasen werden. Das heißt, ich habe es immer schön warm und die Matratze trocknet halt von unten auch gescheit ab, wenn es hier mal richtig warm ist. Vom Interieur sieht man hier auch wieder ganz schön die Echtholzelemente. Das ist wirklich super gemacht. Das Ganze hier mit Filztaschen und so weiter abgestimmt. Von Materialien her wirklich super bequem. Und was man hier ganz gut sieht, ich habe hier eine bequem abgepolsterte Rückenlehne. Das heißt, wenn ich mich hier mal mit dem Buch hinsetzen möchte, kann ich wahnsinnig gut den Ausblick genießen, mir die Sonne aufs Haupt scheinen lassen und hier eben sehr, sehr gemütlich lesen. Stauraum ist hier oben mit so einer Art Hängematte untergebracht. Hier sehen wir schon symbolisch eine Box für die Schuhe. Die sind dann eben hier oben. Das Teil kann ich verstellen, ich kann es auch eine Etage tiefer einhängen und dann taugt das sogar für sehr kleine Kinder als Kinderbett. Dann ist das wie eine kleine Hängematte, wo dann eben die Kinder drin schlafen können. Wie wir schon gesagt haben, das Fahrzeug hat kein Gas, sondern nur einen Stromanschluss außen. Dann habe ich hier im Innenraum eine 230 Volt Steckdose und eben die Beleuchtung darüber laufen. So, hier drin alles recht spartanisch. Wir schauen uns jetzt aber mal das Heck an, denn da kann man sogar draußen kochen. Ah, hier noch schöne stabile Rangiergriffe, wobei bei dem Gewicht ist das natürlich klasse, den kriegt man sicherlich sehr, sehr einfach rangiert. Hier oben fällt direkt auf, Sonnenausstattung, hier haben wir ein Solarpanel, das heißt, das Ganze wird auch noch von der Sonnenenergie versorgt, sodass eben, dass man damit auch ein Stück weit autark stehen kann. Mit den zwei Riegeln kommt man hier an die Heckküche und das sieht man schon, das ist ganz schön gemacht. Alles mit so Gummibändern, dass hier nichts rausfällt. Der Kocher hat natürlich eine eigene Gasversorgung und ich habe hier noch zwei Fächer. Das ist eine passive Kühlbox, das heißt, ich kann hier unten entweder Kühlakkus reinlegen oder Eiswürfel. Das hat auch einen Abfluss, sodass es, wenn es taut, nach unten rausfließen kann. Habe dann aber hier eben eine Kühlung, wie gesagt, nicht aktiv, sondern nur passiv. Aber das dürfte ja reichen. Isoliert ist es ja gut. Hier drüben gibt es noch weitere nutzbare Fächer. Und auch darunter findet sich nochmal eine Rinne, wo man beispielsweise Kühlakkus einlegen kann, wenn man hier die Inhalte kühlen möchte. Ansonsten, bei geschlossenen Fächern hat man hier natürlich eine super Arbeitsfläche, Staumöglichkeiten und wie gesagt sogar so einen kleinen Kocher. Hängt man hier einfach die Gummileine aus, holt sich den runter und hat hier eine schicke Outdoor-Küche. Kleiner Nachteil ist natürlich, ohne Zelt sollte das Wetter mitspielen. Ansonsten geht man halt am besten essen, denn sonst steht man ein wenig im Regen. Restliche Ausstattung, was wir nicht vergessen wollen. Hier oben haben wir noch einmal 230 Volt Anschluss, 12 Volt Anschluss, der ist separat schaltbar. Alles sehr schick gelöst, also der 230 Volt Anschluss funktioniert natürlich nur, wenn das Fahrzeug angeschlossen ist. Bevor wir zum Preis kommen, zeige ich euch noch ein paar nette Details, die man so beim näheren Hinsehen entdecken kann. Wir haben natürlich auf beiden Seiten diese Luken, hier auch mit Ausstellfenstern. Und in diesem Rahmen von den Ausstellfenstern haben sie hier so kleine Symbole versteckt. Das ist eigentlich ganz witzig, wenn man die so zwischendurch entdeckt. Hier ist nochmal das Fahrzeug abgebildet, wie es im Gelände unterwegs ist. Sehr, sehr witzig gemacht. Und jetzt kommen wir zum Preis. Das macht das Ganze wirklich ein bisschen zum Exoten. Denn für diese Raumkapsel, diese spezielle Raumkapsel, ist in der Basis ungefähr 18.250 Euro fällig. Mit der Solaranlage, mit dem Diesel-Zusatzheizung kommt der, wie er hier steht, ungefähr auf 21,5.
ist eine absolute Rarität, aber eins ist sicher für den Preis, man hat einen wunderbaren Blick in den Himmel und das Fahrzeug sieht man nicht an jeder Ecke. Vor allen Dingen, Vorteil ist auch mit dem geringen Gewicht, ich kann es eben hinter jedes Fahrzeug hängen, brauche keinen speziellen Führerschein, komme hier mit einem B-Führerschein wunderbar aus. So viel dazu, weiter geht's. Den normalen Liberty haben wir euch ja schon auf dem Kanal vorgestellt, da sind wir ja schon ausführlich drin gewesen. Auf der Messe hier haben wir jetzt den Grand Liberty 600. Das ist ein Tandem-Achser mit 7,83 Meter Länge. Besonderheit hier, wir haben zwar ein richtig langes Fahrzeug, aber er ist reisefreundlich schmal geblieben. Das heißt, die Gesamtbreite liegt bei 2,25 Meter. Das ist natürlich super hinterm Zugfahrzeug, um eben entspannter fahren zu können, wenn man eben noch ein bisschen Puffer rechts und links hat. Die markante Form ist geblieben, diese windschnittige Form. Und hier ist auch wieder dieses Décor Plaisant gewählt worden. Das kann man sich frei gestalten bei dem Hersteller und gegen Aufpreis eben noch andere Farben auftragen. Spannend ist natürlich, was kostet er? Deswegen schauen wir mal ganz kurz aufs Preisschild. Das Fahrzeug, wie es hier steht, hat einen kompletten GFK-Aufbau, ist also super robust und liegt bei knapp 49.000 Euro. Wirklich spannend ist aber, wie sieht er von innen aus? Also kommt mal mit. Ich habe hier schon mal Platz genommen und das Raumgefühl hier ist wirklich fantastisch. Wir haben hier diese spezielle Sitzgruppenform, die wirklich gemütlich ist, um hier in der Runde zu sitzen. Und was mir persönlich super gefällt, durch die Länge, die er jetzt hat, hat man hier noch einen Sitzplatz integriert, sodass man hier eben noch eine Ecke hat, um sich einfach mal gemütlich anzulehnen und die Beine hochzulegen. Wirklich sehr, sehr schön gelöst. Die Länge macht sich auch positiv in der Küche bemerkbar, denn ich habe hier verhältnismäßig viel Arbeits- und Stellfläche. Dass ich die gut nutzen kann, zum Beispiel um eine Kaffeemaschine hinzustellen, ist hier hinten eine Steckdosenleiste versteckt. Die ist elegant im Oberschrank eingelassen. Auf Knopfdruck schwenkt sie raus, dann lässt sie sich runterziehen und dann habe ich hier ganze 4 Steckdosen. Da bleiben keine Wünsche offen, da kriege ich alles untergebracht. Das ist wirklich elegant gelöst und für diese hohe Klasse ist eben auch eine Dunstabzugshaube mit an Bord. Ein eleganter Zweiflammkocher. Ja, und was braucht man in der Küche sonst noch? Klar, Stauraum. Hier oben schön unterteilt, das Ganze natürlich mit Softclos, schwenken sanft runter. Ich habe hier einen kleinen Rollschrank mit 2 Fächern und doppelt verriegelte Schubladen. Die werden hier von der Ambientebeleuchtung schön angestrahlt. Also Stauraum ist hier wirklich keine Mangelware, das ist gut gemacht. Was fehlt? Der Kühlschrank. Der ist eine Etage weiter hinten und zwar hier, man sieht schon, ist eigentlich ein klassischer Zwei-Personen-Karawan, dafür ist er wirklich groß genug. Solides Eisfach, das heißt, wenn man im Sommer unterwegs ist, hat man hier wirklich keinen Platzmangel. Gegenüber von der Küche haben wir hier eine ganze Wand voller Schränke, was für 2 Personen fast schon zu viel ist. So viel Klamotten kann man noch gar nicht mitnehmen. Nein, was mir hier tatsächlich sehr gut gefällt, hier ist indirekt eine sehr, sehr gute Beleuchtung eingelassen. Das heißt, das ist eine Schrankbeleuchtung, die ihren Namen tatsächlich mal verdient. Das ist nicht so eine funzlige Geschichte, dass man da nichts sieht, sondern hier hat man wirklich jedes Fach sauber ausgeleuchtet. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier ein riesiger Kleiderschrank, also auch da kein Platzmangel. Ein Stück weiter hinten haben wir hier das Variobad. Variobad deswegen, denn wir haben hier diesen schicken Schwenktisch. Der ist mit 2 Magneten gehalten. Wenn ich den vorklappe, habe ich hier eine wunderbare Duschsäule hinterleuchtet, sehr edel. Das kennen wir ja schon aus dem kleinen Liberty. Ich finde die Lösung nach wie vor grandios, denn in dem engen Raum mit einem klebrigen Duschvorhang hantieren ist nicht wirklich eine angenehme Geschichte. Apropos Duschvorhang, abgedichtet wird wie beim kleineren mit einer Lamellenschiebetür. Die ist eben wasserdicht. Wenn man die schließt, ergibt das Ganze dann eine feste Duschkabine, sodass man auf den Vorhang verzichten kann. Kleinen Kompromiss musste La Moselle eingehen, weil normalerweise war das Fahrzeug auf 5 Kilo Flaschen vorgesehen. Man hat jetzt hier diese Stufe genommen für den Schlafbereich, um eben hier die Höhe zu schaffen für einen Gaskasten. Der Gaskasten ist natürlich vom Innenraum getrennt, das ist ja gesetzlich vorgeschrieben, befindet sich hier drunter und man hat eben nur einen Außenzugang, um die Gasflaschen zu tauschen, zu wechseln. Und damit man auf die Höhe kommt, muss man eben hier mit dieser Stufe leben. Merkt man schon, ich bin 1,87 groß, es ist ein Stück weit eng.
Aber was mache ich hier hinten meistens? Ich liege und dann ist es natürlich überhaupt kein Problem. Ich habe hier wunderbar weiche Betten, vielfältige Staumöglichkeiten und eine, wie ich finde, sehr ansprechend gestaltete Rückwand. Schön abgepolstert, Ablageflächen, schön USB-Ladeports, um das Handy zu laden. Nochmal zwei 230 Volt Steckdosen. Das heißt, ich bin hier bestens versorgt und kann hier, wie man sieht, auch noch einzelnes Licht direkt vom Bett ausschalten. Also, so soll es sein. Übrigens, dieses V-Bett hat natürlich den Vorteil, dass ich eine Mischung aus Einzelbetten habe, aber eben hier ab der Mitte auch zusammenkommen kann. Wer es noch enger mag, kann hier auch mit einem Zusatzpolster das Ganze zu einem richtig großen Doppelbett umbauen. Man hat also jede Menge Möglichkeiten. Ja, das war unser Überblick von kuriosen, exotischen, außergewöhnlichen Caravans und ich finde, wir haben hier eine wirklich große Bandbreite gefunden. Also da sollte für jeden Geschmack auch was dabei sein, von ganz klein bis ganz groß, von günstig bis ganz teuer. Also ich bin schon überrascht, was es alles für Varianten gibt und wir haben ja beileibe noch nicht alle gesehen, aber die Zeit ist halt leider vorbei. Aber ich fand es spannend, ich hoffe ihr auch. Du? Absolut. Ja, mir hat super gefallen. Was mich zu der Frage führt, welche hat dir denn am besten gefallen? Oh, welche hat mir am besten gefallen? Also ich meine so von der Knuffigkeit war es natürlich der Mink. Er ist natürlich auch der unpraktischste von allen, aber man schaut ihn gerne an. Man freut sich, ob man ihn jetzt im Alltag haben möchte, weiß ich nicht. Ansonsten ist natürlich bei mir Kabel ganz weit vorne, aber kostet natürlich auch ganz weit. Und Le Marcel auch nicht schlecht. Nee, ich kann mich tatsächlich nicht entscheiden. Das wäre tatsächlich noch mit einer meiner Favoriten gewesen. Die außergewöhnliche Schiffsform, dann auf der Größe, trotzdem schmal und fahrbar, hat mir schon wirklich gut gefallen. Ja, die Frage ist aber eigentlich, wie hat es euch gefallen? Wenn euch unser Beitrag gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, gebt uns ein Like und ja, abonniert unseren Kanal, denn hier gibt es auch weitere spannende Infos rund um den Caravansalon, spannende Fahrzeuge. Und ja, ich würde sagen, wir machen hier Feierabend und würden uns freuen, euch demnächst mal wiederzusehen. Jo, servus!